springen und stark wegzuspringen, aber er nimmt dann den Oberkörper zu stark auf. Und das sind aber Kleinigkeiten, das sieht man eigentlich nur im schnellen Bild. Er lässt den Oberkörper oftmals sehr flach. Ganz anderer Sprungstil als eben von Severin Freund. Springt auch mit den kürzesten Ski, glaube ich, im Weltcup. 2,40 Meter, also fast Kinderski. Was heißt fast? Ja, weil die Länge eigentlich überhaupt nicht für seine Körpergröße gemacht ist. Also, er setzt eben auch auf wenig Gewicht und viel Geschwindigkeit.